Willkommen Leute zu endlich mal wieder einem Gaming-Video und zu einem endlich mal wieder deutschen Video. Ich habe das schon mal auf Englisch aufgenommen, werde es vielleicht auch noch hochladen und dann verlinken auf nicht gelistet, aber okay. Ja, das mit den Panzerbezeichnungen und so, das mit den Spezialbegriffen WOT ist mir dann doch ein bisschen zu kompliziert. So, egal, zum Gameplay. Ich wollte euch dieses Gameplay zeigen, weil das ziemlich awesome ist. Das ist meine beste Runde mit dem T26 wahrscheinlich bisher, also seitdem die Statistiken erweitert wurden mit meiner Erfahrung und so, ist das auf jeden Fall das beste Gefecht. Und jetzt nicht krass viele Kills oder so, aber ihr werdet es ja alles sehen. So, wir sind hier auf Stalingrad in einem guten T8 Gefecht gelandet. Kommt ja auch sowieso noch ein bisschen neu, das Overpushing. Und ich war auf die rechte Seite mit einem IS-6 noch hinter mir und einem Indien-Panzer. Die anderen hinten sind nicht so relevant, werdet ihr gleich sehen. Und ich bin schon gespottet. Von irgendeinem, was durch die Mitte gefahren ist, da. Aber da tauchen die ersten zwei Gegner auf unserer Front, IS-3 und IS. Der IS-3 wird sich auch gleich mal den ersten Schuss fangen, wie ihr seht, weil er da einfach YOLO-mäßig an der Durchfahrt vorbei fährt. Aber auch nur von mir. Der IS-6, keine Ahnung, was der gemacht hat, abgeprallt. Daneben. Aber wir werden diese Flanke hier easy rocken, wie ihr gleich sehen werdet. Der IS ist immer noch da, auf der Seite. Und ich lasse erstmal schön IS-6 und IS-3 sich gegenseitig beschießen. Und ich versuche den Schuss reinzusetzen auf seine Kette. Aber ich habe wirklich nur die Kette bestätigt, nicht abgeschossen. Oh, IS-3 fährt vor, will sich krass battlen, weil der Indien-Panzer auch von hinten hilft und ich fahre dann nur vor, um den Kill zu holen. Ich komme dann auch gut durch. Ich glaube, ich habe in dem Schuss auch gerade Premium benutzt, oder? Ich glaube. Und da fährt noch ein IS durch die Mitte, dem schieße ich aber nur die Kette ab. Der fährt dann auch gleich weiter, der repariert sofort. Warum auch immer, der wird eh gleich gefickt. Und dann geht mir schon so ein hässlicher T20 und ein T34 100 auf den Sack. Die kriegen aber gleich mal was in die Fräse. Weiß gar nicht, was die da wollten. Da fängt er sich den nächsten von einer Fahrt. Er kommt eh nicht durch, ist klar. In dem Gefecht bist du eh ziemlich safe. Und dann lasse ich den IS-6 mal den holen, weil der T20 ist ja auch noch da, bevor der mir hier an die Seite schießt oder von hinten. Aber, ja, empfängt er sich, kommt auch nicht durch, ist klar. Und der verpisst sich aber gleich. Dem komme ich nicht mehr hinterher, während sich der Indien-Panzer den T34-100 gesnackt hat. Und da kam mir auch schon WZ entgegen, der mir jetzt richtig, richtig zugute kommt, weil sein Wrack steht richtig perfekt, um sich dahinter zu verstecken. Und da drüben sind nämlich ein 110 und ein WZ-111, also ziemlich gleiche Panzer, mit denen ich jetzt ordentlich Schüsse traden werde, eine ganze Zeit lang. Der IS-6 fährt weiter vor. Und ich werde jetzt nur die Schüsse traden, komme auch oft nicht durch. Werdet ihr gleich noch sehen. Aber die halt genauso wenig, weil ich halt richtig gut stehe da hinter dem Haufen und dem Wrack. Ja, erster Abpraller. Aber Kanone bestätigt leider. Und ich setze den ersten, den WZ rein. Der wird sich aber gleich ein bisschen verpissen und ich werde mich mehr mit dem 110er beschäftigen. Also da komme ich zum Beispiel das erste Mal nicht durch. Hatte ja auch die Kanone kaputt, aber die repariere ich gleich. Da sehe ich ein CDC, aber da kümmern sich die anderen rum. Nämlich in ihrem Panzer und T34. Und dann komme ich schon wieder nicht durch. Jetzt habe ich aber die Kanone repariert. Und jetzt, das ist der einzige Schuss im ganzen Gefecht, den ich verfehlt habe. Da unten an den Boden rein. Leider, leider. Und da snacke ich mir jetzt erstmal nur schnell den Scorpion, aber safe gleichzeitig damit auch unseren IS-3. Keine Ahnung, warum der da so zurückgefahren ist. Der Scorpion hätte ihn easy geholt jetzt, aber ich habe dem IS-3 das Leben gerettet. Und ein Kill. Und da geht der nächste durch den 110. Der wieder abprallt. Der versucht bestimmt oben meine Einstiegslücken zu treffen. Einstiegsluke ist auch so ein Wort, was ich jetzt nicht auf Englisch wüsste, so. Wischte. Aber der will da jetzt sidescrapen. Und da brauche ich ja nicht drauf schießen. Der E6 ist immer noch da vorne, auch beschäftigt mit dem WZ wahrscheinlich. Da kommt er einmal durch. Da hat er wahrscheinlich einmal Glück gehabt, oben. Nehme ich an. Und da breit der nächste Schuss ab. Ich treffe immer so die Kanten von dem Turm. Ist mal echt eklig. Aber fehlt er. Versucht immer, um die Luke zu treffen, der Penner. Und da geht der nächste rein. Er trifft das Wrack. Dieser WZ steht so gut hier vor mir. So, so gut.
Danke, WZ, dass du da gestorben bist. Aber der UI stiehlt sich erstmal schön den 110, mit dem ich mich die ganze Zeit beschäftigt habe. Und auch den WZ werde ich nicht kriegen. Aber in der Zwischenzeit kommt hier schon so ein hässlicher E25 von rechts. Von dem ich ziemlich Angst kriege. Ach nee, der IS-3 stirbt durch Rammen. Wusste ich gar nicht mehr. Und ich dachte, der wird mir jetzt richtig auf den Sack gehen. Aber der fährt da hinten weiter. Und jetzt geht mir aber wer auf den Sack? Nämlich der KV-13 von hinten. Wo auch immer der jetzt herkam. Und natürlich noch Kette. Alles klar, ich konnte natürlich nicht reparieren. Ich hatte schon meine Kanone repariert. Aber der fängt sich gleich mal den ersten. Und da wird sich noch ein paar weitere fangen, wie ihr sehen werdet. Aber erstmal hole ich mir den E25. Da dachte ich, oh, pff, er ist low, er kann mich nicht circlen oder so. Den so schnell wie möglich weggeholt, während mir schon ein hässlicher T25 von hinten auf den Sack geht. Aber er hat Gott sei Dank keinen Schuss mehr im Magazin, sonst wäre ich jetzt tot gewesen mit einem Schuss mehr. Aber jetzt will mich natürlich der KV-13 holen, weil er weiß, ich bin One-Hit für ihn, wenn er denn durchkommt. Und deswegen stelle ich mich jetzt mit dem Rücken, da ist man noch schön Kette abgeschossen mit Absicht, damit er mich nicht circlen kann. Schön mit dem Rücken hier in die Ecke, damit hier keiner um mich rum kann. Ich dachte ja, der T25 geht jetzt auch in die Offensive und die wollen mich jetzt beide zusammen circlen, aber nein. Nächster Schuss in den KV-13 und er wird nicht wieder durchkommen. Wie gesagt, One-Hit eigentlich. Dann nochmal extra Ketten abgeschossen. Und angezündet, auch noch. Sehr, sehr geil. So, jetzt setze ich noch einen Schuss rein. Er hat noch 21, genau. Aber durch Ram kriege ich ihn leider nicht. Und da kommt er wieder nicht durch und ich kann ihn mehr holen. Ziemlich well played von mir, finde ich da. In der Situation mit dem KV-13 und jetzt nur noch der T25. Und ich dachte, hoffentlich fährt er die Straße lang. Ich konnte ja noch nicht sehen und tatsächlich, zack, den letzten Kill auch noch gemacht. 5 Kills. 5 Kills auf Stalingrad. So, jetzt muss ich mal eben auf die Statistik wechseln. Der Link ist natürlich in der Beschreibung, wo ihr euch das, die Statistik selber angucken könnt vom Battle und natürlich auch runterladen könnt das Replay, wenn ihr wollt. So, wir haben hier Ace Tanker, also die Meisterhand, die hatte ich aber schon auf dem Super Pershing. Dann Spartaner, weil der KV-13 ein paar Mal gebounced ist, obwohl ich schon so wenig Struktur nur noch hatte. Unter 10% muss man haben, genau. Stahlwand war ziemlich obvious und High Kaliber, genau. Ich habe die meiste Erfahrung, die gemacht, die bis jetzt für mein Super Pershing in meiner Statistik steht, nämlich 2250. Mal 2 waren das 4725. Hat sich also richtig gelohnt, das mal 2 in diesem Gefecht. Plus gemacht habe ich fast 99.000. Und an sich in dem Gefecht waren es 127.500. Sehr, sehr geile Runde. Und wie ihr hier schon seht, Schüsse abgegeben, 29. Davon haben 28 direkt getroffen. Und 20 davon haben penetriert. Wie gesagt, der eine Schuss war ja da an dem Boden. Ihr erinnert euch. 20 Schüsse habe ich aber auch erhalten. Von 18 durchgegangen. Echt, kommt mir gar nicht so viel vor. Krass. Und dadurch, dass so viele gebounced sind, natürlich immer 8er Heavy sind gebounced, ne? Der 110, habe ich 3060 Schaden abgeblockt. Sehr, sehr geil. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Ja, ich stehe natürlich ganz oben, was Schaden angeht, was Kills angeht und was Erfahrung angeht und was Achievements angeht. Wow. Krieger wäre noch on top gewesen, das wäre schon fast zu vieles gut gewesen, aber wisst ihr jetzt auch nicht. Ja, hätte ich entweder den 110 oder den WZ noch gekriegt, die mir ja eigentlich, zumindest der 110, der stand mir eigentlich zu, aber muss mehr abgestaubt werden vom UI. Dann wäre es vielleicht noch was geworden, aber sonst fällt mir jetzt auch keinen Kill ein, den ich jetzt so ganz knapp noch hätte kriegen können oder so. Sonst, ansonsten keine gute Runde. Sehr, sehr gute Runde, finde ich von mir, gerade die Situation mit dem KV-13, wo ich mit dem Rücken an die Wand gefahren bin. Muss ich mal mir selbst auf die Schulter klopfen. Well played, Luminator. So Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und das wird auch das letzte Video in diesem Jahr sein. Heute haben wir Dienstag. Ich werde am Freitag, den 23. nach Hause fahren zu meiner Familie und komme auch erst am 9. Jahr wieder, am 3. so wahrscheinlich. Weil am 5. oder so, oder am 4. geht die Uni wieder los und Silvester will ich sowieso bei meinen alten Freunden verbringen. So Leute, ich hoffe, euch hat das Replay gefallen. Ich würde sowas echt gern wieder öfter machen. Ich spiele ja jetzt auch wieder öfter WoT, ja, wegen dem Weihnachtsspecial habe ich mal wieder reingeschaut.
Und wenn mal wieder eine gute Runde zustande kommt, dann werde ich euch das definitiv wissen lassen hier mit über 4000 Schaden und 100.000 Credits plus. So Leute, jetzt ist aber wirklich Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Jahr, frohe Weihnachten. Frohes Neues. Ciao.